Hallo Leute, oh Mann, heute wird's schon wieder richtig aufregend, denn in wenigen Minuten, ja, rollt hier ein großer Laster voller Hunde aus Portugal an. Mit von der Partie sind Zoe und Victoria, Leni und Leonie, Chichi und Pipo und Ruka. Ich bin schon wahnsinnig gespannt. In Portugal haben die Hunde auf der Straße oder in einem Tierheim gelebt und deswegen hat eine Tierhilfsorganisation ihnen hier ein neues Zuhause besorgt. Und heute ist der Tag. Die Streuner dürfen das allererste Mal ihre Frauchen und Herrchen kennenlernen. Und wir sind mit dabei. Aber jetzt starten wir wie immer mit der Quizfrage. Welche Rasse tragen viele portugiesische Straßenhunde in sich? Ist es Antwort A, Podenco? Oder ist es Antwort B, Kubatsch? Die Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung. Doch erstmal ein paar Infos für euch. In vielen Ländern haben Hunde kein richtiges Zuhause. Sie leben auf der Straße. Weil solche Streuner nicht kastriert sind, gibt es eine Menge Nachwuchs. Guckt mal, wie schnell aus zwei Hunden ganz viele werden, wenn sie nicht kastriert sind. Eine Hündin kann im Jahr etwa 12 Welpen zur Welt bringen. Wenn die sich wieder vermehren, sind es im zweiten Jahr schon über 60 Hunde, die auch wieder Welpen bekommen. Und so geht das immer weiter. Auch die Tierheime in Ländern mit vielen Straßenhunden sind voll. Die Hunde leben dicht gedrängt im Zwinger oder sogar an der Kette. Hier versuchen Tierschutzorganisationen zu helfen. Sie versorgen die Streuner medizinisch, lassen so viele wie möglich kastrieren und suchen für sie ein neues Zuhause. Für diese Hunde aus Portugal geht's jetzt los auf die weite Reise nach Deutschland. Der Transporter braucht für die Strecke 2 Tage. Während er noch unterwegs ist, habe ich mich schon mal auf den Weg zu Heide gemacht. Sie arbeitet für die Tierschutzorganisation Hope for Friends. Das heißt auf Deutsch Hoffnung für Freunde. In ihrer großen Wohnung leben 3 Streuner aus Portugal. Das hier sind Jerry, Millie und Oreo. Die sehen ja alle 3 sehr besonders aus. Ich nehme mal an, wenn man so einen Hund aus dem Ausland kriegt, einen Straßenhund, dann weiß man gar nicht so genau, was das für eine Rasse ist. Sind wahrscheinlich meistens Mischlinge. Hast du denn irgendeine Idee, was da für eine Rasse drinstecken könnte? Bei meinen Hunden gehe ich bei allen davon aus, dass ein bisschen Podenco drin steckt. Das erkennt man auch an den großen spitzen Ohren. In Portugal ist der Podenco eine typische Jagdhundrasse. Die Hunde sind freundlich und aufgeschlossen, haben aber ein starkes Bedürfnis nach Bewegung und einen ausgeprägten Jagdtrieb. Oft haben auch die Podenco-Mischlinge diese Eigenschaften. Heide hat Cherry schon vor 6 Jahren adoptiert. Er ist die Ruhe selbst und der Chef im Haus. Die kleine freche Millie kam vor 2,5 Jahren dazu. Oreo ist nur Gast. Er ist ein Pflegehund und bleibt bei Heide, bis sich ein passendes Zuhause für ihn findet. Als deine Hunde zu dir kamen, hat es sofort problemlos geklappt? Haben die sich ganz schnell eingelebt? Wie war das damals? Also beim Jerry war es so, da war ich mir durchaus bewusst, dass das jetzt ein Abenteuer ist, einen Straßenhund aufzunehmen. Und ich war sehr gut vorbereitet. Ich hatte 4 Wochen Urlaub, ich hatte einen Trainer. Ich hatte alles soweit geplant, was ich denn mache, wenn es mit dem Hund nicht so gut geht. Und der Jerry kam halt in mein Haus und in meine Wohnung und er war perfekt. Und bei der Millie war es wiederum anders. Die Millie ist gekommen und die war sehr ängstlich. Anfangs hatte sie vor allem mit dem Leben in der Stadt Probleme. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie wenn man selber auf einmal in China auf irgendeinem Platz sitzt. Man kann nichts lesen, man kann nichts verstehen, man kennt niemanden. So ist es für einen Hund, einen Straßenhund auch. Der kommt hierher und wird in die Wohnung geholt und kennt es eventuell gar nicht, in der Wohnung zu leben. Und der braucht einfach Zeit und Geduld, dass man ihm das auch beibringt. Viele Straßenhunde haben Angst vor Menschen, weil sie schlecht behandelt wurden. Deshalb bleiben manche immer ein bisschen scheu und vorsichtig. Wie läuft es denn ab, wenn ich so einen Hund haben möchte, der aus dem Ausland kommt? Also wir inserieren all unsere Hunde in unserer Webseite. Also da sind auch aktuelle Fotos von den Hunden
drin und die Pflegestellen machen Beschreibungen, wo sie ein bisschen schreiben, was kann der Hund schon. Um für jeden Hund ein passendes Zuhause zu finden, geben sich Heide und ihre Helfer viel Mühe. Ein aktiver Hund wie Oreo zum Beispiel braucht eine sportliche Familie. Wie viele Hunde habt ihr dann schon insgesamt mit Hope for Friends vermittelt? Also wir vermitteln im Jahr so um die 250 Hunde. Und das sind jetzt bald 1000 Hunde, die wir schon vermitteln konnten. Wow! Oh, ich sehe gerade, der Transport ist bald da. Dann okay. Müssen wir los. Dann müssen wir los. Die drei halten hier die Stellung. Genau. Und damit sind wir wieder am Anfang. Gleich werden hier auf dem Parkplatz die Streuner ankommen. Heide, unangenehmes Wetter, hä? Ja. Da werden die Hunde dann froh sein, wenn sie in warmes, trockenes, gemütliches Zuhause kommen. Das denke ich auch, ja. Schau mal, da sind aber schon Leute. Meinst du, die warten auf ihren Hund? Das kann gut sein, ja. Hallo. Hallo. Hi. Grüß dich. Hi. Anna, hi. Hi. Wer bist du? Mascha. Hi, und du wartest hier auf einen Hund? Ja. Was weißt du denn schon über deinen Hund? Was weiß ich? Ja, dass sie ein Welpe ist. Ja, dass sie aus Portugal kommt, dass sie ganz zauberhaft und niedlich ist. Und weißt du schon einen Namen? Leni. Oh, das hört sich schon mal süß an. Also du hast auch schon Fotos gesehen? Ja, habe ich Fotos gesehen. Willst du sehen? Ja, sehr gerne. Die war halt so turbosüß, dass ich gedacht habe, dich verliebt. Habe ich mich verliebt und er fühlte eben ein Zugehörigkeitsgefühl und habe das Gefühl gehabt, die muss ich zu mir nach Hause holen. Das klingt sehr, sehr schön. Also ich bin jetzt mega aufgeregt. Ich hoffe, der Transporter kommt jetzt gleich. Den neuen Hundeeltern geht's genau wie mir. Alle sind gespannt, ob ihr Hund so ist, wie sie ihn sich vorstellen. Bernds Fellnasenkutsche, das ist ja nett. Ich habe schon Bellen gehört. Ich glaube, die sind auch aufgeregt. Fahrer Bernd war 2 Tage mit den Hunden unterwegs. Alle freuen sich, endlich angekommen zu sein. Am liebsten würde ich sofort alle Boxen öffnen, aber die Hunde und ich müssen uns gedulden. Mascha darf ihre kleine Leni als Erste begrüßen. Oh mein Gott, Mascha, ist die süß. Hallo Leni. Vor der Übergabe prüft Heide, ob der Welpe die Fahrt gut überstanden hat und legt ihm ein Sicherheitsgeschirr an. Mascha, hast du eine Leine dabei? Ja. Dann lass uns die Leni mal anleihen. Also das ist jetzt alles, damit sie nicht irgendwie abdüst und dann weg ist, oder? Genau, mach mal die Leine dran. Oh mein Gott. Oh Gott, ist sie niedlich. Jetzt gebe ich sie dir mal. Oh mein Gott. Okay. Die neue Familie ist vereint. Ist denn das Gefühl so, wie du es dir erwartet hast? Das ist mein Baby. Das passt zu dir, oder? Das ist mein Hündchen. Dann will ich euch jetzt auch gar nicht länger stören und wünsche euch ganz viel Glück mit eurem neuen Familienmitglied. Gute Zeit. Tschüss. Im Transporter warten noch viele andere Hunde darauf, endlich raus zu dürfen. In den ersten Wochen ist das Sicherheitsgeschirr für die Neuankömmlinge besonders wichtig. Denn aus einem Halsband könnten sie schnell mal herausschlüpfen und weglaufen. Gigi ist etwas ängstlich. Doch bei Gabi ist sie in guten Händen. Sie hat bereits Erfahrung mit Straßenhunden. Alle Tierschutzhunde haben Papiere. Außerdem sind sie geimpft und gechippt. So. Also ein Hund macht ja hier die ganze Zeit richtig Lärm. Was ist denn das für einer? Das ist mein neuer Pflegehund. Ach so. Jetzt haben wir alle anderen ausgeladen und jetzt darf er endlich auch kommen. Ich kenne den Ruka schon von vielen Besuchen in Portugal und ich bin so froh, dass er jetzt heute endlich mitkommen darf. Ruka, na dann wollen wir den Ruka auch mal rauslassen. So, okay. Schnuppen. Schon ist er still. Jetzt, wo er raus darf.
Ist das eigentlich schon mal passiert, wenn du dem Hund ein Geschirr angelegt hast? Ich meine, die sind ja sehr ängstlich, dass auch einer nach dir geschnappt hat. Du bist da so ganz dicht dran. Noch nie? Nein, nein. Das merkt man dann ein bisschen vorher und dann nimmt man sich noch ein bisschen mehr Zeit und geht vorsichtiger an die Hunde ran. Bis Feruka ein neues Zuhause gefunden ist, darf er zu Heide und ihren Hunden. Wie die wohl auf den neuen Gast reagieren? Schaut mal, wen wir euch mitgebracht haben. Hallo. Der ist jetzt natürlich noch sehr vorsichtig und braucht einfach einen Moment, um sich hier ein bisschen umzuschauen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen mit ihm durch die Wohnung, Ruka. Schau mal das mal alles an, guck mal. Ruka ist schnell aufgetaut und würde am liebsten mit den anderen spielen. Damit er sich auskennt, zeigen wir ihm aber erstmal sein Körbchen. Schau mal, Ruka, das ist für dich. Die sind ja sehr lieb jetzt mit dem neuen Gast hier. Genau, aber das ist auch eine Besonderheit von meinen zwei Hunden. Das ist leider nicht immer so, dass der Hund, der Gesellschaft kriegt, gleich in Begeisterung ausbricht. Aber Jerry und Millie, ich denke immer, die haben es selber erlebt, wie es war, dass sie angekommen sind. Und die sind da sehr lieb zu den Pflegehunden. Was ist denn das Wichtigste, wenn jetzt so ein Hund aus dem Ausland zu mir nach Hause kommt? Wie sollte ich mich denn am Anfang verhalten? Also ich finde es immer ganz wichtig, dass man dem Hund einen Platz anbietet, der dann auch sein Platz ist, gerade wenn auch andere Hunde zu Hause leben, dass jeder Hund seinen eigenen Platz hat, der ihm gehört und wo er es dann, wo er weiß, dass er sich in Ruhe entspannen kann. Dann nicht zu viel auf einmal machen, also kleine Spaziergänge, gucken, wie der Hund drauf reagiert und ihm aber auch ein bisschen Antrieb geben. Anfangs sind die Neuankömmlinge oft fix und fertig. Dann sollte man sie auch mal in Ruhe lassen. Nach und nach muss man ihnen dann beibringen, wie der neue Alltag funktioniert. Oh nein, nicht aufs Sofa. Ah, Oreo wollte jetzt gerade bei dir auf die Couch und das darf er nicht. Das dürfen die Hunde hier nicht, ja, genau. Das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, wenn man da jetzt trotzdem streng sein muss, auch wenn die noch so ängstlich sind und noch gar nicht so genau wissen, was sie dürfen und was nicht. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem sehr wichtig, genau aufzuzeigen, wo die Grenzen sind, oder? Genau, das sollten die Hunde von Anfang an lernen, das, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Und es gibt ihnen auch sehr viel Sicherheit, wenn klare Regeln da sind. Ich bin echt froh, dass Ruka den Transport so gut überstanden hat und sich hier offensichtlich so wohl fühlt. Jetzt müssen wir nur noch die Daumen drücken, dass er bald eine Familie findet, wo er dann ein festes Zuhause bekommt. Aber ich glaube, so süß wie der ist, sollte das nicht allzu lange dauern. Wir müssen jetzt noch die Quizfrage auflösen. Welche Rasse tragen viele portugiesische Straßenhunde in sich? Ist es Antwort A, Podenco, oder ist es Antwort B, Kuvach? Du weißt das bestimmt. Ja, natürlich weiß ich es. Es ist der Podenco. Und woher kommt dann die Hunderasse Kuvach? Die Kuvach kommen aus Ungarn. Oh, jetzt müssen wir wieder streng sein. Ungarn, nein. Das klappt doch schon ganz gut. Also Leute, ich fand es super rührend, dass heute so viele Hunde ein neues Zuhause gefunden haben. Es ist sicherlich eine Herausforderung, einen Hund aus dem Ausland zu adoptieren. Aber ihr seht, man kriegt auch ganz, ganz viel zurück. Sind sie nicht alle zuckersüß? Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass alles gut klappt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus.